Cressida! Wie komme ich da hin? Indem ich... Ah, das, ich sehe gerade die... der Weg ist auch auf der Minimap zu sehen. Dann brauche ich das gar nicht machen. Aber es ist so ein cooler Effekt. Finde ich ganz cool gemacht. Cressida, meine liebe Blume. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Und ich habe es nicht gelesen. Da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Mhm. meine gute Cressida, ich meine, ich mache gerne, ich helfe ja gerne, ne, aber... Wenn deine Mitschüler nicht erfahren sollen, was du wirklich denkst, solltest du dir eine Belohnung überlegen. Ha, das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. das Spiel gibt uns immer noch die Möglichkeit. Mein Freund, du bist hier gerade böse. Willst du wirklich böse sein? Ich will eine Belohnung. Nun, du bist auch nicht die, für die ich dich gehalten habe. Deinem Tagebuch nach bist du furchtbar voreingenommen. Gut, ich bezahle dich. Aber du hast ja keine Ahnung, was ich als nächstes über dich schreibe. Das ist okay. Ich bin einfach zu gutgläubig. Sammlung aktualisiert. Hier bewegt sich gerade so viel in diesem... In diesem Bild. Das ist ein bisschen schwierig, alles, Hör mal, Cressida, es tut mir leid. Kasper, du löst also ein Rätsel, das ich erwähnt habe und verrätst mir nicht die Antwort. Keiner mag uns. Jemand Imelda ihren Platz als lästige Besserwisserin streitig machen. Wir sind natürlich sehr beliebt hier auf dieser Schule. Ich merke es. Ich merke es sehr. Was sind diese weißen Fahnen eigentlich? Achso, das sind die Orte. Aber ich sehe keine Nebenmissionen mehr. Wenn das so ist... Machen wir uns auf zur nächsten Unterrichtsstunde. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich könnte mich in diesem Schloss verlaufen. Ja, könnte ich, ja. Besuche den Unterricht, bla bla blub. Levioso können wir da drum, damit lernen. Wir gehen hin. Wir gehen hin. Und vielleicht können wir auf dem Weg irgendwelche Dinge finden. Das würde mir sehr gut gefallen. Kommen wir hier durch? Hier kommen wir gar nicht durch. Wir kommen durch. Ach so. Hat noch ein bisschen gedauert. Okay. Was ist denn? Rebellion. Was war das? Ich höre es blinken, aber ich weiß nicht wo. Nochmal. Wo ist denn? Ach, da hinten. Ja, alles klar. So. Hätten wir eh bekommen, wenn wir hier dran vorbeilaufen. Wir gehen weiter hoch, glaube ich. Ich suche immer nach irgendwas Interessantem. Was war das? Rebellion. Hier ist doch nichts. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Dem ist aber nicht so. Da ist ein Schloss. Wann kann ich diese Schlösser? Auf Stufe 2 sogar. Da hat aber jemand was zu verbergen. Ja, was ist denn für ein Nashorn? Ist das ein Nashorn? Was war das jetzt? Also hier blinkt irgendwas und ich weiß halt nicht, was es ist. Oder ich übersehe es. Oha, das sieht majestätisch aus. Gefällt mir. Revelio. Avada Kedavra. Ist das nicht dieser Todeszauber? Ich drehe einfach mal hier am Rad. Wir sind jetzt auf der richtigen Etage, sehe ich gerade. Oh. Ich hoffe, YouTube macht mir keine Probleme. Bei diesem Lied. Das wäre nicht so gut. Das wäre überhaupt nicht gut. Okay. So, wir gehen hier entlang. Ich werde wahrscheinlich 100.000 Sachen übersehen in diesem Spiel. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch manchmal nicht zu handeln, nicht zu schaffen. Oh, ein bisschen Tee trinken. Lecker. Fencheltee.
Wo sind wir hier? Unterrichtsraum, hier Sie ist er. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, das kann ich nicht. Ach, das war's. Okay, tschüss. So, hier ist also... Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich weiß nicht warum. Auftrag anfangen. Okay, wir lernen also das Kämpfen. Ist das alles? Bombarda! Bombarda! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Oh ja, ich erinnere mich. Nicht. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Wow. Das scheint ein riesiges Vieh gewesen zu sein. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay. Okay, ja, los geht's. Komm schon. Komm schon. Let's go. Levioso. Haben wir gelernt? Levioso. Damit können wir Dinge schweben lassen. Okay, cool. Ich meine, ich will alles lernen. Ja, ich will jeden Zauberspruch lernen. Probieren wir etwas Größeres. Ja, wie wär's mit der Schule? Die kennt sich aus. Ja, okay, ich probier's. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Okay. Ja. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Hab ich, ja. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Okay. Gut gemacht. Oh, cool. Schweben lassen die Gegner. Okay, kein Problem. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. So machen wir es. In Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Okay. Beginnen Sie. Let's go. Gib dein Bestes, Kollege. Na los. Das ist ein Kinderspiel. Protego? Levioso. Das erschwert die Dinge. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Ist immer noch in der Luft und sagt, Levioso. Das war Glück. Levioso. Hast du es gemerkt? Danke. Tschüss. Kein Problem. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ich habe gar nichts eingesteckt, ehrlich gesagt. Aber gut. Haben wir gut gemacht. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Klasse. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Absolut. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Das hoffe ich doch sehr. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Sehr schön, vielen Dank. Na gut.
Das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Unterrichtsstunden gehen hier offensichtlich 5 Minuten, was mir sehr gefällt. So, wir könnten mit ihm sprechen, ja. Aber erst einmal... Hier ist doch eine Kiste auf der Minimap. Revelio. Oder ist es woanders? Ist es über uns? Oder unter uns? Also vor uns ist sie nicht. Nee, ist sie nicht. Okay, schade. Monsieur. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Naja. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Vielleicht. Das war es. Du bist einfach nur ein ungehobelter Stümper. Noch nie im Kampf genutzt? Doch, haben wir. Im Tutorial. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Wie bitte? Klingt ja aufregend. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Oh ja. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Na klar. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Das werden wir tun. Dann bis bald. Das hört sich an, als ob ich das machen möchte. Warum ist hier schon wieder so eine eiserne Jungfrau? Was ist denn mit denen? Die sind ja crazy. So, ist hier noch irgendwas, was ich mir angucken könnte? Gegen Professor Hagrid würde ich nicht antreten wollen. Ja, ich schon. Wir probieren es mal. Wo ist sie denn? Kann ich in ihre Gemächer? Kann ich nicht. Revelio. Oha. Das habe ich gar nicht gesehen. Skelett eines schwarzen Hebriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hagrid an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilderrazzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wildererringe in Ostwales zerschlagen hatte. Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall mal ein Riesenvieh. Und ich glaube, ich hoffe... Alter, diese Spiegelungen sind echt cool. Sogar die Klamotten werden gespiegelt, die man jetzt anzieht. Das einzige Unlogische ist, wenn wir in diese Richtung gucken, sieht man auch das Gesicht in diese Richtung, ne? Wisst ihr, was ich meine? Hier sieht man den Hinterkopf. Das macht nicht so wirklich Sinn. Aber trotzdem, cool. Cooles Feature. So, ja, ihr seid mir egal. Wohin jetzt? Was kann ich jetzt tun? Ich würde gerne diese Kiste finden, aber ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe das Gefühl, das ist über uns. Oder unter uns. Ich gehe mal runter. Und schon verschwindet sie von der Minimap. Was soll denn das sein? Hast du die Kiste? Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Na klar doch. Wo ist denn diese Kiste? Hier ist nichts zu sehen. Revelio. Revelio. Oh, da ist sie ja. Kann ich mit dir reden? Kann ich nicht. Sie schaut sich ihre eiserne Jungfrau an. Ich glaube, die Professoren hier sind so ein bisschen crazy unterwegs. Hier haben wir eine Nebenmission im Südflügel. Die nächste Hauptquest führt uns allerdings hierhin. Weasley nach dem Unterricht. Ja, weißt du was? Wir machen erstmal den hier. Gekreuzte Stäbe, erste Runde.
Oh, ich sollte mit Lucan Brattleby über den geheimen Duellierclub sprechen. Das möchte ich tatsächlich. Cool. Wir laufen jetzt nochmal rum hier. Wenn wir alles gesehen haben, glaube ich... Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ach so, du bist es. Wenn wir alles gesehen haben, können wir auch mal hier und da die Schnellreise benutzen. Aber momentan muss das nicht sein. Muss nicht sein. Ich will ja alles sehen hier. Und vielleicht finden wir was auf dem Weg. Könnte natürlich sehr interessant werden. So, hier ist wieder Musik. Wunderschöne Musik, die uns hier begleitet, während wir durch die Hallen schreiten. Okay, hier können wir durch. Und wieder raus. Oh, das ist schon, das sieht schon echt cool aus, muss ich sagen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Besen rumzufliegen. Das würde ich sehr gerne tun. Revelio. Revelio. Hm. Hier ist nix. Okay. Wir gehen weiter. Ich schaue mich mal hier und da um, ne? Nicht, dass ich irgendwas verpasse, aber wie gesagt, ich denke, ich verpasse trotzdem so einiges. Ah, Schloss auf Stufe 1. Okay. Hui! Was war das? Ach du, schon wieder. Sag mal. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Nicht aufhalten. Das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu. Ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Alter, was ist für ein Freak, wenn er uns jemals so aufhält, ne? Dann kriegt er direkt... Avada Kedavra. Sorry. Natürlich nicht. Revelio. Revelio, na siehst du mal, geht doch. Was? Lachlan der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan der Schlachsige dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß, wofür. Toll. Klasse. was ist denn hier? Oh. Die Karte von Argylsire. Argylshire, so rum. Argylsire. Auf dieser Karte ist Argylshire abgebildet, eine Region in Schottland, zu der die Hybriden gehören, die Heimat des schwarzen Hybridendrachen. Okay, das hört sich nicht gut an. Kann ich hier irgendwas machen? Accio, hat schon mal nicht geklappt. Vielleicht. Levioso, auch nicht. Lumos. Lumos? Auch nicht. Aktiv. Oh, das Ding da oben müssen wir aktivieren. Okay, ich glaube, wir haben nicht die richtigen Zaubersprüche dafür. Wir müssen also wiederkommen. Das ist okay. Revelio. Revelio. Hier und da mal Revelio. Kann ich... Oh, kann ich schauen? Da ist eine Kiste. Eine Truhe. Ein gemusterter johannisbeerfarbener Langmantel. Was kann der? Ausrüstung, so. Was kannst du? Kannst du überhaupt was? Oha. Pff. Ja. Offensive geht nach oben. Plus 6 Offensive, plus 3 haben wir hiermit. Hm. Sieht sogar schnieke aus, warum nicht? Let's go. Ja, nice, nice, nice. Wir finden jede Menge Stuff. Jede Menge Zeug, was man tragen kann. Mag ich ganz gern. Okay, da hinten ist also der Kollege, der uns weiterhilft für die verbotenen Dinge, glaube ich. Schön, dass du da bist. Hof des Uhren. Ist da drüben. Das ist schön. Ach, du bist es. Du bist es. Ja, ja, ja.
Oha. Wow. Das sieht ja krass aus hier. Ja, wir reden mal mit ihm. Kann ich dir helfen? ja, vielleicht. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Wir haben ihn geschlagen. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. Okay. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Absolut. Ich hab kein Interesse. Doch, let's go. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Okay. Na, willst du es mal versuchen? Absolut. Ja, komm, let's go. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Ich hoffe, ich mache hier nicht irgendwas, was ich nicht schaffen kann. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Alter, was bist du denn für eine? Durchbrich gelbe Schilde mit Kontrollzaubern. Wie dem Levitationszauber Levioso, natürlich. Ja, erlaubt es dir Gegner ohne Zielen zu verfolgen? Ja, weiß ich. Probieren wir es mal. Okay, so. Oh. Du Shit. Das sah schmerzhaft aus. Noch eine Runde? Ja, bitte. Ja, ja, ja. Wir müssen das schaffen. Ich hab noch nicht genug. Fabelhaft. Okay. Fabelhaft. Ich muss mich dran gewöhnen, das ist nicht so einfach. Okay, das ist der erste, hoffe ich. Lawrence Davis ist unser Gegner. Mist! Lumos, Alter! Das ist ein bisschen wild, was ich hier tue, aber das kriegen wir jetzt hin. Unser Zauberstab funktioniert gerade nicht. Wow. Dass ich nicht gewettet habe. Das ist schon hart. Teilweise. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Oh ja. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Alles klar. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Was bekomme ich? Gut gekämpft. Ich brauche eine Belohnung, mein Freund. Ich hoffe, du kommst wieder. Das tue ich, wenn ich jetzt eine Belohnung bekomme. neben Beziehungsaufträge haben wir geschafft. Wir sind Level 5 schon. Gar nicht so schlecht. Das läuft sehr, sehr gut. Komm hier durch. Dahinter ist eine Kiste. Deswegen frage ich. Rebellion. Sag mal, geht die Tür gerade auf? Ging die Tür gerade auf? Ich dachte gerade eben, die Tür geht auf, aber... Oh, sie geht nicht auf. Ha. Schwein. Was ist denn... Oh, eine Truhe. Ein weiter Palmettenschal in Braun. Schaue ich mir gerne mal an. So, was haben wir denn hier? Wo ist denn der Schal? Hier, Halsbekleidung. Oha, ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Level 5 ist benötigt, haben wir.
Und unsere Offensive geht auch nach oben. Gut, unsere Verteidigung nicht wirklich. Aber der Schal ist cool. Passt ganz gut zu unserem Mantel. Glaube ich. Ich bin da nicht so modeaffin. Sagen wir es mal so. Wir kamen, glaube ich, von hier, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Was ist denn? Wer bist du denn? Revelio. Was kann ich hiermit machen? Akio. Akio geht Lumos. Nicht. Lumos? Geht auch nicht. Leviosa. Oh. Oh, das ging. Hallo. Schön. Gut zu wissen. Ich wollte eigentlich schon weitergehen, aber... Schloss auf Stufe 1. Hier kommen wir gar nicht durch, wie es aussieht. Interessant. Sieht aus wie eine Kampfarena hier, aber... Vielleicht auch nicht. Okay, wir können hier nichts mehr machen. Ich guck mal gerade auf der Map, ob wir noch einen neben Mithian haben. Haben wir nicht. Dann machen wir doch das hier. Kann ich... Wir haben hier nichts freigeschaltet. Wir gehen zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. Wir sind nicht faul. Absolut nicht faul. Wir wollen auch erkunden. Ja, das ist schon... ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben. Ich glaube, ich spiele schon ein paar Stündchen. Wir sind noch nicht mal raus aus Hogwarts. Und ich sehe noch nicht mal ein Ende. Und das ist ein Open-World-Game, Freunde. Wo es rausgeht. In die weite Welt. Das wird ein Debakel. Was ist hier? Moby Dick? Achso, hier, die Schlösser. Ja, da können wir noch nichts öffnen. Wir brauchen wahrscheinlich einen Entriegelungszauber. Davon gehe ich mal aus. Wir machen uns wirklich unbeliebt gerade bei allen. Aber das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir wollen ja den bösen Weg einschreiten. Das ist ja mein Plan. So, hier müssen wir entlang. Hier haben wir schon alles angeguckt. Denke ich. Wahrscheinlich eher nicht so. Ah, ist schon sehr... Oh, wir sind falsch. Sehr weitläufig hier alles. Mein Headset verrutscht ein wenig. Und meine Brille auch. Okay. So sind wir wieder im Innenhof. Was bist du denn? Revelio. Das hat schon danach gestunken, ehrlich gesagt. Die Wyvernbrunnen. Ein Wyvernbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wyverns verziert. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüche, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wyvern von Wir, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Okay. Wow. Das sind alles Sachen, die mir nichts sagen, Freunde. Ihr habt bestimmt eine Story dazu, oder? Die Katzen kann ich streicheln. Die streichle ich. Hallo, kleiner Mann. Wie geht's denn so? Ich weiß nicht, was es bringt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kriegen wir eine Trophäe. Die 120. Katze gestreichelt. Wer weiß. Maybe. Oh, hallo. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, und ich freue mich auch. Hier können wir unseren Auftrag anfangen. Let's go. Mit Miss Weasley sprechen. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Schöne Vielleicht Frisur. Könntest du... Alter, geh mal zum Friseur, oh, zum Coiffeur. Entschuldigen Sie, Dick. Tschüss. Ah, da sind Sie. Da bin ich. Ich habe mich sehr beliebt gemacht, Frau Weasley. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Phänomenal. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Mhm. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Aber natürlich nein. Aber nein, Professor. Aha.
Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Okay. Was? Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Alter. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Mhm. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Mhm. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Samen. Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Darauf freue ich mich schon. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Mhm. Davon bin ich sehr überzeugt. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Sehr gut, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. So machen wir das. Perfekt. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Selbstverständlich, von wem auch sonst. Ja, dann... Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Okay. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ja, die Natsai ist schon eine coole Socke. Sebastian haben wir gerade gesehen. Ich nehme mal die Natti mit. Die Natti. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Onai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Mhm. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Okay. Sie sollten sich sputen. Ja. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Oh, darauf freue ich mich schon. Ein leckeres Butterbier. Alter. Bitte ein bisschen mehr Butter in mein Bier. Danke. So, neuer Auftrag verfügbar. Haben wir hier noch... Was? Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihren Fortschritt in deinem Handbuch einsehen, alles klar. Ja, geil, das sollten wir auf jeden Fall machen, aber ich will ja erstmal gucken, was es hier so gibt. Können wir die gute Frau Weasley beklauen? Wir brauchen Stufe 1. Natürlich. Was auch sonst? Schade. Oh, habt ihr das gesehen? Ich hab's gesehen. Eine Handbuchseite. Teilweise Verwandlung. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässlers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen. Okay, gut, dass wir es gefunden haben. Wir gehen jetzt zu dem guten Ronan.